Herzlich willkommen zurück. Am Ende vom letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich mit dem Dreitürer nach Hause fahren will. Habe ich auch gemacht. Deswegen steht der Kombi hinter mir und der Dreitürer draußen vor der Tür. Ich werde den Dreitürer jetzt aber gleich mal auf die Bühne holen, weil ich da zwei Sachen gefunden habe, die ich irgendwie ein bisschen komisch finde. Den Sachen will ich mal auf den Grund gehen. Was wir sonst in dem Video machen, weiß ich bis jetzt noch nicht. Wir fangen also erstmal an. Los geht's. Man soll ja entspannt in den Tag starten und das mache ich jetzt auch. Hinter mir der silberne Focus, der gehört dem Andreas, der war bei mir zum TÜV. Den hat der Dani für mich durchgeschweißt. Hinten links und rechts im Schwellerbereich gab es diverse Durchrostungen, auch hinten im Heckblech. Das hat der Dani alles ausgeflext, neu eingeschweißt und natürlich auch versiegelt. Die Seitenschweller, hier diese Plastikverkleidung, haben wir aber noch nicht wieder drauf gebaut, damit der TÜV auch sieht, ja, hier ist wirklich anständig was geworden. Hier hinten war zum Beispiel dieses komplette Blech hier weg, hat der Dani wieder hingezaubert und jetzt kommen auch die Verkleidung wieder drüber. Hier durch diese Stöpsel hat der Dani auch schon Hohlraumkonservierung reinfließen lassen. Das heißt, die nächsten 4 Jahre sollte das auf jeden Fall kein Problem darstellen. Und wenn ich das gemacht habe, dann fahre ich heute Abend mit dem Focus zu einem Kumpel, der soll nämlich auch noch einen Klimaservice bekommen. Vielleicht wird es ja irgendwann in Deutschland mal wieder Sommer und warm und da ist eine Klimaanlage natürlich cool. Als ich das Auto vor 2,5 Jahren verkauft habe, lief die Klima. Andi meinte, irgendwann ist er ausgegangen und nie wieder angegangen. Müssen wir mal schauen, hoffentlich fehlt nur Kältemittel. Seitenschweller sind dran und damit ist das Projekt fertig. Andi muss es nur noch abholen, nachdem ich halt den Klimaservice noch gemacht habe. Andi wird sich natürlich freuen, nochmal 2 Jahre Focus 1 fahren zu können und der Micha, der mir an dieser Stelle auch herzlich gegrüßt sei, wird sich freuen, dass es das Auto jetzt insgesamt dann eventuell 4 Jahre länger gibt, als er geplant hätte, weil von Micha habe ich das Auto vor 2 Jahren gekauft und jetzt darf es halt nochmal wenigstens 2 Jahre fahren, sind wir bei 4 Jahren. Und damit kommt das Auto ja dann fast schon in die Region des Oldtimers. Jetzt aber genug von dem, rüber in meine Halle. Gestern hat mir die Firma Areso eine E-Mail geschrieben, dass meine Wuchtmaschine jetzt auch auf dem Weg ist. Deswegen habe ich jetzt erstmal die Aufziehmaschine weiter zusammengebaut, dass hier auch wieder ein bisschen Ordnung ist. Hier drüben liegt noch der Hilfsarm, den ich mir für Niederquerschnittsreifen gekauft habe. Den muss ich dann zusammen mit irgendjemand anderem mal montieren. Der kommt da auf die Seite. Das ist aber alles hundeschwer und das kriege ich alleine nicht gebacken. Das habe ich jetzt also auch gemacht. Jetzt geht's, obwohl es draußen gerade tierisch anfängt mit Regnen, ans Auto tauschen. Kombi geht wieder raus, mit dem fahre ich heute. 5 Türer kommt dann hier hin, 3 Türer kommt auf die Bühne. Der Dreitürer steht auf der Bühne und jetzt mache ich als allererstes das, was ich gefühlt in jedem Video mache, wieder mal alle 4 Räder runter. Ich will nämlich an jeder Ecke des Autos ein bisschen was machen. Wir fangen dabei hinten an. Ich habe ja ein AP-Gewindefahrwerk in dem Auto und an der Hinterachse ist das Gewindefahrwerk so gut wie ganz oben. Ja, richtig gehört, das ist so gut wie ganz nach oben geschraubt an der Hinterachse. Hat bei mir den Grund, ich fahre eine Focus untypische Reifengröße von, da steht's, 225/40/18. Und gerade die Hancocks bauen ungeheuer breit auf. Trotz der Kotflügelverbreiterung habe ich hier hin und wieder noch Schleifgeräusche und das nervt mich. Deswegen hier hinten Rad runter, Gewinde minimal nach oben stellen, wenn überhaupt noch was geht. Und dann will ich hier hinten diese ganzen Kanten nochmal mit dem Schwingschleifer und der Schubscheibe bearbeiten, damit das alles komplett weg ist. Und dann müssen wir halt mal gucken, ob das funktioniert. Das Ganze natürlich links und rechts. Vorne will ich Tatsache ein wenig nach unten. Ich denke mal, da kann ich wenigstens 1 oder 2 Umdrehungen nach unten gehen, weil ich nicht unbedingt eine Keilform will, aber naja, wenn es vorne ein bisschen tiefer ist, ist es halt cooler.
Außerdem will ich mich in dem Video mal darum kümmern, um zu gucken, ob ich hier eventuell wieder vernünftig ein paar Rathausschalen einbauen kann. Weil gerade bei dem Wetter, was jetzt draußen ist, haut es halt diesen ganzen Dreck und Schmodder überall hin. Hier sieht man es besonders geil und das ist natürlich blöd. Außerdem habe ich auch noch vorne rechts ein kleines Klackgeräusch. Da muss ich auch noch schauen. Jetzt lasse ich das Auto aber erstmal abtropfen. Geh pullern, geh Mittagessen und dann geht's hier los. Danis Halle ist jetzt wieder leer. Der Andreas war nämlich gerade da und hat seinen Fünftürer abgeholt, nachdem er jetzt offiziell seinen TÜV bestanden hat und auch der Service durchgeführt wurde. Andi freut sich natürlich, dass er jetzt wieder 2 Jahre Ruhe hat. Andi, Dani und ich freuen uns, dass jetzt wieder ein 1er Focus auf deutschen Straßen mehr unterwegs ist. Und damit das auch so bleibt, mache ich jetzt an meinem eigenen Auto weiter. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich das Auto bei regnerischem Wetter hier auf der Bühne abgeparkt habe. Das ist jetzt tatsächlich 2 Tage her. Ich hatte nämlich keine Lust. Dafür ist das Auto jetzt komplett trocken. Und jetzt gehen wir mal den ganzen Sachen auf den Leim, die ich euch ja gerade schon geschildert habe. Als allererstes also wieder mal alle Räder runter. Rad ist ab und hier sieht man, was passiert, wenn man ohne Innenradhausschale fährt, wie eben ich. Der ganze Dreck und Schlamm wird hier in den Kotflügel reingeworfen und bleibt dann dort liegen. Und wenn ihr Pech habt, gammelt euch dann der Kotflügel von innen nach außen weg und dann müsst ihr das ganze Ding halt erneuern. Deswegen fahrt bitte immer mit der Radhausschale. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass das Auto an der Vorderachse wenigstens 2 Gewindegänge nach unten kommt. Und danach muss ich mal gucken, wie ich das mit den Radhäusern löse. Dadurch, dass ich ja hier vorne so eine Kotflügelverbreiterung fahre, muss ich ja meine Radhäuser ein bisschen verlängern. Fahrwerk ist jetzt eine Umdrehung tiefer, zumindest auf der Fahrerseite. Ich wollte ja ursprünglich 2 Umdrehungen machen, aber das Gewinde ist halt beim AP relativ grob. Das heißt, wenn ich ja 2 Gewinde genommen hätte, wäre das wahrscheinlich zu tief gewesen. Was mich ein bisschen wundert, das Fahrzeug stand auf Bildern immer relativ ebenerdig. Allerdings war es hier so, dass ich hier tatsächlich 3 Gewindegänge nach unten genommen habe, damit der Abstand zwischen unterem Federteller und dem Halter für die Bremsleitung gleiches. Keine Ahnung, ob ich mich das letzte Mal vermessen habe. Ist halt so, wie es ist. Hinten habe ich jetzt das Fahrwerk auch noch 1 Umdrehung nach oben geschraubt, weil weiter kam ich tatsächlich nicht. Jetzt sitzt nämlich schon hier der Sprengring an der Hülse für den Verstellteller auf. Das heißt, hinten geht es wirklich nicht höher. Ich mache jetzt vorne die beiden Räder wieder drauf, werde mal eine Proberunde drehen und wenn das dann alles so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann kümmere ich mich tatsächlich endlich um die Innenradhäuser. Ihr seht ja, was hier unten für ein Dreck rauskommt. Deswegen, wie gesagt, fahrt bitte nicht ohne die Radhäuser oder macht einmal im Jahr die Radhäuser raus und kratzt diesen ganzen Schmodder raus. Ich werde auf jeden Fall hier auch nochmal die Kotflügel abbauen, damit ich auch hier unten in diesen schmalen Ritz komme. Ich habe nämlich keinen Bock, dass mir vorne der Schweller weggammelt. 11 minutes later. Zurück von der Probefahrt und das Auto sieht genauso aus wie vorher, aber damit habe ich gerechnet. Ich habe jetzt keine allzu große Runde gedreht. Ich weiß also nicht, ob es vorne schleifrei ist, nachdem ich ihn minimal tiefer genommen habe. Was ich aber weiß, hinten werde ich ihn jetzt nochmal 1/2 Zentimeter nach unten holen. Das wird sich optisch jetzt nicht auswirken, aber für mein gutes Gewissen. Danach geht das Auto auf jeden Fall nochmal nach oben. Und danach werde ich alle Querlenkerschrauben nochmal lösen, dann das Rad mittels Holz- und Wagenheber einfedern und dann wieder festziehen. Ich habe die ursprüngliche Fahrwerksgeometrie so ausgelegt, dass hier eine 7x18 drunter war und da war das Auto deutlich tiefer. Da wir jetzt allerdings die Höhe vom Fahrzeug verändert haben, muss ich hier natürlich die Querlenker daraufhin anpassen. Ansonsten verschleißen mir die Lager übermäßig und darauf habe ich natürlich gar keine Lust. Und wenn dann einmal alle Räder runter sind, entlüfte ich auch gleich nochmal die Bremse. Der matschige Druckpunkt hier, der ärgert mich nämlich nach wie vor. Einmal die Runde rum, alles aufgemacht und alles wieder festgezogen. Und ich dachte mir jetzt, hinten, wo er gerade noch eingefedert ist, schmeiße ich jetzt nochmal das Rad drauf und schaue mir an, wo es da hinten schleift. Der Dani und ich, wir haben das zwar schon vor einem halben Jahr alles eigentlich schleiffrei gebaut, aber zwischen Statik und Dynamik gibt es anscheinend doch ein paar gravierende Unterschiede. Statisch gesehen, das Auto jetzt einfach nur eingefedert, hat das Rad ohne Probleme gepasst, nichts hat geschliffen, aber auf einer etwas zügigeren Probefahrt hat es dann halt doch geschliffen. Und ich befürchte, das ist irgendwo hier in dem Bereich. Deswegen schnappe ich mir jetzt einfach mal ein Rad, stecke das hier drauf, hoffe, das geht an meinem Holz vorbei und dann gucken wir mal, wo es anliegen könnte. Das hat irgendwie gar nichts gebracht.
So wie es jetzt hier ausschaut, ist ja definitiv mehr als genug Platz. Aber weiter bekomme ich das Rad jetzt auch nicht eingefedert. Wir gehen nochmal mit der Lampe hin. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, wo es jetzt gerade aufsetzen könnte. Deswegen werde ich jetzt hier einfach nochmal über die komplette Länge mit einer Schrubbscheibe lang gehen. Ich werde vor allen Dingen da hinten die Ecke noch ein bisschen bearbeiten, weil die sieht tatsächlich ein bisschen aufgelaufen aus. Mache dann auch unten noch das Blech mit weg. Das Ganze dann auch nochmal auf der Fahrerseite. Und dann werde ich vielleicht heute doch nochmal eine etwas zügigere Probefahrt machen, weil im normalen Fahrbetrieb ist alles safe, ohne Probleme. Aber wie gesagt, es gibt halt so ein, zwei, naja, ich nenne sie mal kleine Hubbel auf meiner Straße, wenn ich nach Hause fahre. Wenn ich dort zügig reinfahre und wirklich noch in der Lenkbewegung bin, dann macht es halt hinten kurz Wut. Und das ist natürlich blöd. Außerdem kann ich da auch gleich mal probieren, ob es vorne funktioniert. Aber ihr seht es ja, so wie es jetzt hier ist, testet es auch der TÜV, das ist 100% schleiffrei. Aber ich habe natürlich auch keinen Bock darauf, dass es mir irgendwann mal die Reifen zerlegt. Memo an mich selbst, ich brauche mal einen Vollvisierschutz. Hier haben wir jetzt ausreichend Platz gemacht. Ich hoffe zumindest, dass das ausreichend Platz ist. Wenn nicht, werde ich einfach das Gewindefahrwerk rausreißen, die 18 Zoll verkaufen und dann fahre ich eine 30er Tieferlegung mit 16 Zoll Alouette-Felgen. Aber ich bin zuversichtlich. Und guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Da ist Tatsache auch eine Durchrostung. Hups. Naja, am Schweller mussten wir ja hier schon was machen. Da die rote Farbe und auch hier hinten. Das sind quasi noch die letzten Zeitzeugen. Da muss ich vielleicht bei meinem Kumpel Dani nochmal anhauen. Aber ich muss ja erst, ich glaube, nächstes Jahr wieder zur Hauptuntersuchung. Deswegen bleibt das erstmal so. Ansonsten sieht es hier ganz passabel aus. Ich mache jetzt noch fix die andere Seite und dann stecken wir die Räder wieder drauf. Heute ist wieder einer dieser Tage, wo ich mich besonders freue, wenn ich es geschafft habe und dann endlich unter der Dusche stehe. Ich will aber vorher noch was machen. Oder euch zumindest zeigen, ob ich es dann auch noch mache, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt testweise wieder das Rad Innenhaus montiert. Original Fokusteil bekommt dann jedem Einser Fokus. Aber ich habe ja hier diese Kotflügelverbreiterung drauf. Und da seht ihr schon, dass hier ein riesengroßer Spalt ist, der einmal die Runde rumgeht bis hier oben hin. Und damit hat natürlich das Innenradhaus hier auch absolut keine Stabilität. Und das will ich ändern. Und da habe ich mir jetzt überlegt, ich mache einfach hier, da ist eine Kante, einen Schnitt, also ein bisschen weiter drinnen. Einmal die Runde rum werde ich dann den inneren Teil vom Innenradhaus vom äußeren Teil trennen. Dann mache ich dasselbe mit dem Radhaus, was ich hier habe, werde die dann wieder zusammennieten und dann werde ich das ganze Teil wieder einbauen. Diese Kante, die jetzt hier nach unten geht, soll dann letztendlich weg sein oder zumindest mal ein deutlich kleineres Stück haben. Dieses Teil, was gerade ist, soll im Idealfall bis hier rüber gehen, damit ich hier oben dann einen sauberen Abschluss habe. Hier oben kann ich mir dann immer noch einen Filz oder irgendwas anderes reinmachen. Mir geht es, wie gesagt, darum, dass hier kein Dreck mehr irgendwo hinfliegt, ganz besonders nicht da unten in die empfindlichen Ecken vom Kotflügel. Den ersten geraden Streifen habe ich mir jetzt großzügig rausgedremelt aus dem alten Rathaus. Das fliegt dann nur noch auf den Müll. Jetzt mache ich dasselbe hier auch. Ich trenne jetzt, wie gerade schon gesagt, hier die Kante, die nach unten schräg weggeht. Der Abstand müsste genau die Breite haben, wie ich jetzt hier den Streifen gemacht habe. Und dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich den Streifen mit dem Rathaus verbinde. Aber das funktioniert bestimmt auch. One eternity later. Nach viel Dremeln, 69 Mal ein- und ausbauen und weiteren Dremeln und weiteren 178 Mal ein- und ausbauen und noch ein bisschen anhalten und noch ein bisschen gucken, denke ich, dass ich es jetzt geschafft habe. Das ist das Rathaus, was jetzt gleich wieder hier reinkommt und das ist mein Verbreiterungsstreifen. Ich habe mir jetzt hier schon ein Loch gebohrt und ich habe mir hier auch ein Loch gebohrt. Jetzt liegt hier irgendwo, da oben liegt sie, meine Nietzange und ich werde jetzt den unteren Teil, also das Teil von unten hier dran vernieten. Dann habe ich zumindest mal die erste feste Verbindung. Dann geht die ganze Sache wieder rein. Und dann gucke ich nochmal, wo ich noch ein Loch bohren muss, damit ich hier Finalstabilität reinbekomme. Mit der Passgenauigkeit bin ich bis jetzt sehr zufrieden. Das ist echt gut gelungen. Allerdings habe ich in dem Bereich anscheinend ein bisschen viel weggenommen. Mist! Und da kommt wieder das gute Sprichwort zum Tragen. Dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. So ist es jetzt halt auch hier. Ich habe dann auf der Fahrerseite nochmal die Chance, es besser zu machen. Und das Loch mache ich auf jeden Fall auch mal zu. Hier werde ich jetzt aber das erste Mal die Nietzange ansetzen und das Ganze hier erstmal miteinander verbinden. Mist, 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 Mist.
Wäre ich nicht so doof gewesen und hätte nicht hier zu viel Material weggeschnitten, wäre ich jetzt fertig. Aber das Loch kriege ich auch noch zu. Ich habe ja da unten noch mehr als genug Rohmaterial. Ich freue mich, wie es geworden ist. Es ist nicht nur hübsch geworden, wie ich finde, sondern auch recht stabil. Das geht auf jeden Fall so. Hier oben ist es jetzt wirklich so, auch wenn es auf den Bildern anders wirkt, dass hier das Plastik-Innenrathaus ist. Das hier ist der Kotflügel und hier passt nicht mal mehr ein Blatt Papier dazwischen. Das ist wirklich 100% auf Stoß gebaut. Genauso wie ich es wollte. Oben mache ich mir noch eine kleine Dichtnaht hin, den kleinen Plastikkeder oder was auch immer. Da muss ich mal gucken, aber das mache ich auf jeden Fall noch und dann kommt da definitiv kein Wasser mehr dahinter. Wie gesagt, bis auf hier dieses kleine Loch bin ich mit der ersten Seite 100% zufrieden, ist genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt mache ich natürlich noch die andere Seite, wobei die mache ich nicht jetzt, die mache ich morgen. Jetzt ist nämlich für mich erstmal Sonntag. Ich fahre jetzt erstmal nach Hause. Ich habe dort nämlich noch Käse und ein Brötchen. Day 2. Gerade wieder in die Halle reingekommen und draußen ist echt alles andere als geiles Wetter. Es hat sogar wieder angefangen zu graupeln und sowas derartiges. Aber ich erwarte heute eine Lieferung. Wir gucken mal auf mein Handy. Wir haben es jetzt 9.46 Uhr. Ich habe der Spedition gesagt, ab um 10 bin ich hier. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Ich setze mich jetzt also mal... Oh, guck an! Ist ja doch schon da. Na, wie gut, dass man Termine vereinbart. Ich schnappe mir jetzt mal fix meinen Hubwagen und dann hole ich die Kiste rein. Da ist nämlich die Auswuchtmaschine drin. Aufziehen, auswuchten, aufpusten. Alles komplett beieinander. Yippie-yay. Allerdings funktionieren momentan die beiden Maschinen noch nicht. Der Auswuchter braucht nur Lichtstrom, den brauche ich nur eine Steckdose einstecken. Aber der Aufzieher, der braucht Kraftstrom und da muss dort unten erstmal der passende Anschlussstecker hin. Da ich aber von Elektrik so 0, gar keinen Plan habe, lasse ich das auf jeden Fall einen Elektriker machen. Hier oben, das ist der einzige Sicherungskasten momentan in der Halle. Zweimal Lichtstrom, zweimal Kraftstrom. Und vielleicht kann man da ein Elektriker einfach noch eine zusätzliche Unterverteilung nachher drüben legen, damit das hier auch komplett abgesichert ist. Außerdem braucht natürlich dann der Aufzieher auch noch Druckluft, aber das ist das kleinste Problem. Damit haben wir also das fertig. Außerdem bin ich hier am Fokus auch ein bisschen weitergekommen. Ihr seht, ich habe jetzt hier im Rathaus, wo ja dieses kleine Loch war, noch eine Zusatzabdeckung drüber genietet. Das sieht anständig aus, das lasse ich so. Ich habe zwar hier immer noch einen kleinen Spalt, aber der ist definitiv auch noch verschließbar. Ich mache mir da, wie schon mehrfach gesagt, einfach einen Gummikeder oder dergleichen dahinter. Dann reicht das und es ist allemal tausendmal besser als so, wie es vorher war, wo ja hier die komplette Runde rum so ein riesen Loch war, dass ich hier einen Finger reinstecken konnte. Ich mache das Ganze jetzt natürlich auch noch auf der Fahrerseite. Hier will ich dann ein bisschen mehr aufpassen, dass ich nicht zu viel wegschneide. Und dann haben wir Projekt Rathaus auch erstmal beendet. Rathaus auf der Fahrerseite ist jetzt auch drin und sieht fast genauso aus wie auf der Beifahrerseite. Wenn ich also mit dem Auto wieder mal auf dem Dach liegen sollte und mich findet jemand, kann er sich daran auf jeden Fall erfreuen. Ich erfreue mich jetzt hoffentlich gleich in der Probefahrt und hoffe, dass es jetzt im Innenraum deutlich leiser ist. Nicht nur, dass jetzt das Rathaus, also diese Plastikschalen wieder drin sind. Ich habe auch diese Styropormatten, die von unten nach oben eingeschoben werden, wieder reingemacht. Ich denke, das ist richtig, richtig angenehm mitzufahren. Hinten muss ich mich natürlich später auch nochmal kümmern. Hier will ich auf jeden Fall auch wieder irgendwas drin haben, dass man hier vielleicht den Rost nicht ganz so sehr sieht. Aber bevor es auf die Probefahrt geht, erst einmal aufs neue Bremse entlüften. Auto steht wieder auf dem Fußboden. Bremsen entlüften hat Tatsache was gebracht. Ich habe ja auf der rechten Seite hier einen neuen Bremssattel eingebaut und da kam Tatsache noch ein bisschen Luft hinterher. Vielleicht ist das ja die Lösung meines Problems. Ich fahre jetzt mal auf eine kleine Proberunde und hole mir gleich nebenher noch was zum Mittag. Ich glaube, heute gönne ich mir mal was. Vielleicht gibt es ja Nudelsalat. 1 hour later. Zurück von der Probefahrt, alles I.O. und es gab einen Salat mit Nudeln und Hackbällchen. Der war echt lecker. Als nächstes im Text, nicht jetzt, aber morgen, also für euch im Video gleich, der Fünftürer. Der hat ja hier eine Servopumpe, die Geräusche des Todes macht. Die will ich als nächstes auf jeden Fall noch wechseln. Und jetzt kommt tatsächlich ein bisschen mein Geizkragen durch. Ich will nicht unbedingt für das Ding da hinten eine neue Servopumpe kaufen. Ich habe ja aber hier noch einen ST170 Motor und soweit ich weiß, ist die Servopumpe dieselbe. Und die Servopumpe hat keine Geräusche gemacht, deswegen werde ich die ausbauen und dann bauen wir die hier drüben wieder ein. Jetzt fahre ich allerdings erstmal zum Verwerter. Der Dani braucht nämlich Teile und ich muss mal zum Schrottplatz, also wirklich zum Müllhandel. Das hier sind die kläglichen Überreste vom Rathaus, die ja jetzt da drin sind. Die will ich auch noch
fachgerecht entsorgen. Day 3. Zeitwertgerechte Reparatur nennt man, glaube ich, sowas. Ich habe jetzt dem Focus da hinten die Servopumpe entrissen und versuche die jetzt mal hier einzubauen. Meiner Info nach ist der ST170 2-Liter-Motor baugleich mit dem 2-Liter-Motor. Und der 2-Liter-Motor ist relativ baugleich mit dem 1.8er-Motor. Ergo sollte die 2-Liter ST170 Servopumpe auch an meinen 1.8er passen. Ob das wirklich so ist, finde ich jetzt heraus. Hebebühne an, Auto nach oben und dann als allererstes mal den Keilriemen entspannen. Schade. Technisch passt die Pumpe zwar, aber technisch passt sie dann halt doch wieder nicht. Hä? Klingt komisch, ist aber so. Technisch gesehen passt sie, weil 1, 2, 3, 4 Anschaupunkte identisch sind mit der Pumpe, die hier noch verbaut ist. Aber bei meinem 1.8er geht ein Druckschalter hier seitlich ins Servopumpengehäuse rein. Das zeige ich euch auch fix. Da seht ihr den Druckschalter, der da seitlich reingeht. Und wie ihr hier seht, ist hier halt einfach keine Bohrung da. Und deswegen bin ich jetzt nochmal fix zu meinem ST170 Motor stolziert und habe dort gesehen, ja, die Servoleitung ist auch ein bisschen anders. Dort sitzt nämlich der Druckschalter, der dort im Gehäuse sitzt, auf der Servolenkungsleitung. Hier. Blöd, damit würde das zwar sicherlich technisch passen, aber ich will natürlich den Druckschalter verbauen. Und wer sich jetzt wundert, warum ich nicht einfach die Leitung verbaue, die ist defekt, sonst würde ich das natürlich im Ganzen tun. Ich muss jetzt also erstmal zum Verwerter und muss mir dort, naja, wie auch hier, halt gebrauchten Ersatz besorgen. Das wird aber in dem Video nicht mehr. Das Video geht also mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu Ende. Lachend deswegen, weil der Dreitürer in der Höhe nochmal ein bisschen nachkorrigiert wurde. Vorne habe ich es geschafft, die Innenradhäuser reinzubauen und auch die Bremse. Der Druckpunkt, der ist jetzt cool. Und dann haben wir natürlich noch das weinende Auge. Das ist der Patient hinter mir, mein Harlekin. Eigentlich wollte ich nämlich am Ende vom Video mit dem hier nach Hause fahren, aber solange wie hier die Servopumpe solche grauenhaften Geräusche macht, will ich das einfach nicht riskieren. Das Ding wird auf jeden Fall noch ausgewechselt. Sollte ich jetzt mit dem Auto nach Hause fahren, habe ich einfach Angst, dass die Servopumpe doch mal blockiert oder dass mich tatsächlich ein Polizist anhält, weil da kommen ja doch laute Geräusche vorne aus dem Motorraum. Es ist zwar eher wahrscheinlich, dass sie mich anhalten, weil die Kiste kunterbunt ist, aber das kann ich ja wegdiskutieren, weil das gehört halt so. Aber ein sicherheitsrelevantes Teil, das zählt immer blöd. Und wenn doch mal jemand Ahnung hat, hier ist ja der 1.8er immer noch nicht eingetragen. Und das ist mir alles in allem einfach mal zu heiß. Deswegen bleibt der Dreitürer hier, wie er ist. Da muss ich immer noch eine schnelle Probefahrt machen, um zu schauen, ob wirklich alles schleiffrei ist. Sonst muss ich da auch nochmal ran. Und hier muss halt immer noch die neue Servopumpe ran. Die machen wir allerdings auch nur gut gebraucht rein. Die Servopumpe baue ich dann da hinten wieder ein. Da kommst du wenigstens nicht weg. Ich schwinge mich jetzt in mein Turnier, hole mir noch irgendwo irgendwas Leckeres zum Frühstück und danach schneide ich das Video, was du gerade siehst, noch fix zu Ende. Und dann werden wir wahrscheinlich gleich mal zum Verwerter fahren, um eben die Servopumpe hier zu holen. Wenn du also wissen willst, wie es weitergeht, lasst mir gerne ein Abo, ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, bleibt im Fokus.